Oh, okay. Fuck, wir haben ein Problem. Scheiße. So, damit wir nämlich dann hier hochlaufen können. Zack, 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 zack. So, und dann auch hier den einen weg. Und dann können wir nämlich jetzt ab jetzt immer hier hochlaufen. Erstmal. Wenn wir das mal hier gerade ganz kurz zubauen können. So, papp, 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 papp. Zack, zack. So. Alles klar, alle befeuert. Sieht gut aus. Bauen wir den mal gerade ab. Mal hier ganz kurz den ganzen Redstone weg. Und hier auch. So, denn wir sind ja quasi an dem Punkt hier angelangt, wo wir dann später... Hier werden wir ja stehen. Wir werden ja hier noch runterlaufen, komplett. Das heißt, ich muss jetzt quasi hier dasselbe nochmal auf der anderen Seite bauen. Ja, also werden wir das jetzt auch nochmal auf der anderen Seite eben fix bauen. Sehr gut, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja gut, aber wenn man sein Konzept durchziehen will, muss man auch ein bisschen dafür arbeiten. Sprich, das kann auch mal länger dauern. Ist halt leider nur mal so. Was willst du machen? Schön ist ja halt natürlich auch, wir haben hier halt genügend Baumaterial, da wir hier die ganze Zeit mit der Silk Touch abbauen, haben wir hier genügend Baumaterial. Das trifft sich natürlich ganz gut. So, alles klar. Und ich würde sagen, ich baue mal hier ein bisschen Marble mal gerade ab, ob wir dabei sind. Aber Marble kann ich jetzt auch gerade ganz gut gebrauchen. Weil ich brauche ja noch ein bisschen Marble, um das Ganze hier unten rum auszukleiden. Nicht vielleicht, was ihr jetzt denkt mit untenrum auskleiden. Ich meine ja lediglich, ich brauche auch ein gewisses Baumaterial für den Boden halt. Deshalb bauen wir mal gerade ganz kurz hier den ganzen Marble mal fix ab und ein bisschen was davon auf jeden Fall. Können ja hier auch noch was stehen lassen und nachher nochmal hier runtergehen. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Marble. Marble übrigens ein sehr schönes Baumaterial. Ich mag Marble. Ist wirklich ein sehr cooles Baumaterial. Auf jeden Fall. Weil weiß ist immer toll, weiß sieht immer gut aus. Auch wenn es relativ schnell dreckig wird, aber ich liebe weiß. Weiß ist eine sehr schöne Farbe. Aber wiederum liebe ich auch rot. Ich fragen würde, was ist deine Lieblingsfarbe? Ohne Scheiß, ich glaube, ich würde sagen rot. Ich mag rot einfach. Rot ist eine sowas von absolut pornöse Farbe. Ich liebe rot, ohne Scheiß. Ich mag rot mehr wie blau, ohne Scheiß, ist wirklich so. Deshalb, rot ist meine Farbe irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen mädchenhaft, wenn man sagen würde, rot. Aber ich weiß nicht, rot, oh, da stehe ich einfach drauf. Das gefällt mir einfach. Deshalb ist das Haus auch rot. Deshalb ist das Haus auch rot. Sonst hätte ich auch weiß, ich hätte es auch weiß machen können. Aber mir hat das Rot, das hat mir einfach besser gefallen. Ist wirklich so. Das Rot hat mir einfach besser gefallen. Es wird, glaube ich, wieder Tag, oder? Kann es sein? Ich will mal gerade ganz kurz pennen. Ja, also wirklich, Rot ist da eher meine Farbe. Ich weiß auch nicht warum. Es hat sich so über die Jahre entwickelt. Ich habe immer früher gedacht, meine Lieblingsfarbe wäre blau. Aber irgendwie hat sich dann doch herauskristallisiert, ich mag dann doch scheinbar Rot mehr wie alles andere. Ist einfach so. Klingt vielleicht komisch für einen Mann oder so, dass er sagt Rot, aber wirklich, Rot ist meine Farbe. Ich muss sogar ehrlich sein, mal ganz ehrlich. Ne, das ist jetzt zwar recht privat, sage ich dann schon. Aber ich stehe auch auf rothaarige Frauen, muss ich zugeben. Ist wirklich so. Ich stehe auf die Haarfarbe Rot auch einfach. Es ist eine absolut geile Haarfarbe auch, muss ich zugeben. Meine letzten beiden Freundinnen, sage ich mal, bin ich mal ganz ehrlich, ich bin ja hier mit euch, kriegt da keiner mit, ne? Von daher kann ich ja mit euch darüber reden, ist ja kein Problem. Erzählt ja ganz gerne von sich selber auch ab und zu mal. Meine letzten beiden Freundinnen waren zum Beispiel auch, die waren zwar nicht rothaarig, aber sie haben sich die Haare rot gefärbt. Aber von Haus aus, ich habe ihnen das nicht gesagt, dass sie das bitte machen sollen. Sie haben es von sich aus getan. Sie hatten von sich aus die Haare rot gefärbt. Fand ich persönlich sehr interessant. Wirklich. Muss ich ja zugeben. Aber, man muss auch sagen, ich stehe jetzt nicht nur auf rothaarige Frauen. An sich mag ich auch andere Haarfarben. Also meine Frau müsste jetzt nicht unbedingt rote Haare haben, damit ich da sagen würde, dich heirate ich oder keine Ahnung, oder ich komme nur mit dir zusammen, wenn du rote Haare hättest oder so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Mag die Farbe einfach nur. Das ist einfach so, ne? So viel auf jeden Fall mal dazu. Ich glaube, ich habe jetzt langsam mal genug Marble hier gesammelt. Guck mal, was ich hier mittlerweile ausgehöhlt habe. Alter Schwede. Na gut, kommt meinem ganzen Projekt sowieso noch ganz gut, wenn ich hier schon mal ein bisschen vorarbeite.
So, warte mal. Wir werden mal gerade ganz kurz hier die, die Wand weiter runterziehen. Da ich ja nicht weiß, wie weit wir runtergehen müssen, werden wir das erstmal so machen. Und werden mal gerade hier ganz kurz weitermachen. Zack. Zack. Nee, Quatsch. Sekunde. Ganz kurz hier wegmachen. Weg damit. So. Jetzt können wir nicht wieder hochlaufen. Sehr gut. Alles klar. Wir müssen aber trotzdem noch... Gut, dass ich auf der Tiefrüstung bin. Oder mit der Tiefrüstung. Wir müssen trotzdem noch mal nach oben. Genau. Da wir ja auch später dann wieder hier rüber müssen. Sprich, ich glaube, ich werde erst trotzdem wieder hier oben erstmal bauen. Glaube ich besser, wenn ich erstmal hier oben jetzt weiter baue. Weil ich muss ja wieder erstmal die Decke ziehen. Von daher ist das ganz gut. Machen wir das mal zuerst. So. Machen wir gerade alles mal hier weg. Mal gerade ganz kurz hier die Dinge ziehen können. Die Mauer. Geht ja bis dahin. So, warte mal. Dann können wir ja hier eigentlich die Decke drüber ziehen. So, dass wir uns dann hier bewegen können. Muss ich halt jetzt nur wieder dieselben Abstände wie halt hier drüben nehmen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich habe mal die Cam umgeändert, wie ihr schon längst bemerkt habt, natürlich. Oh. Oh. Okay. Fuck. Wir haben ein Problem. Scheiße. Da habe ich nicht dran gedacht, dass wir auch nach links nicht viel Platz haben. Oh. Shit. Okay. Wir haben. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Das ist jetzt nicht so geil. Das fällt mir jetzt gerade nämlich erst auf. Ich habe nach hier nicht wirklich viel Platz. Ich könnte natürlich, da würde mir jetzt auch ein bisschen Arbeit erspart bleiben. Ich könnte natürlich das Ganze wieder dann mit Erde überbauen. Könnte ich machen, werde ich wahrscheinlich auch. Weil ich will das Konzept jetzt auch wirklich durchziehen, wie ich das hatte. Muss ich halt das ganze System halt oder das ganze Ding halt mit Erde überziehen. Aber ist ja nicht weiter schlimm jetzt. Jetzt bleibt mir dadurch ein bisschen Arbeit jetzt erspart, dadurch, dass ich das jetzt so hier rüberziehen muss. Machen wir das erstmal. Ich mache das erstmal und dann gucke ich mir an von außen, wie das aussehen würde. Wir können ja dann schon mal die grobe Form bauen. Dann werde ich ja sehen, wie das aussieht. Und dann kann ich ja immer noch sagen, nee, gefällt mir nicht, mache ich weg. Oder, ja, okay, lass ich so, kann so bleiben. Das kann ich ja immer noch später entscheiden. Bauen wir erstmal. Das Let's Play ist ja auch dafür gedacht, dass wir auch mal ein bisschen testen, sage ich mal. Deshalb gucken wir uns jetzt einfach erstmal an, wie das aussieht. So, und ich glaube, hier, wo ich gerade links von mir bin, genau, da ist nämlich die Wand. Die Wand, die Wand, die Wand. Ja, schon mal erzählt, die Wand. Super Lied irgendwie vom Teddy. Der liebe Teddy Comedy. Super, super Comedian, der Teddy. Dem Integrationstest. So. Also, wer das nicht kennt, soll bitte mal auf Google einfach. Soll er mal Teddy Comedy eingeben. Der Junge ist super. Ich finde den klasse. So, zack und zack. Und dann haben wir hier erstmal wieder genug Baumaterial. So, jetzt mal, wir bauen mal hier gerade mal eben fix drüber. So. Und dann hier direkt hoch. Damit wir hier direkt den Gang auch nach unten haben und direkt auch die Mauer oben stehen haben. Dass ich einen Bezugspunkt habe, wo ich dann direkt die Dinge drüber ziehen kann. Die Maße mir übernehmen kann, meine ich. Entschuldigung. Gerade ein bisschen durch den Wind hier. So. Alles klar. Sehr gut. Dann machen wir das Ganze hier noch eben zu, weil das geht ja bis hier hin. So, ne? Alles klar. Gut. Sehr gut. Jetzt muss ich mir die Maße von hier aus nach da drüben übertragen. Das ist natürlich jetzt kein Problem. Aber wir hüllen hier eben noch aus. Machen hier eben noch eben alles weg. Ja, viel ist es nicht, was ich freilege hier. Sehe ich gerade, es ist nicht wirklich sehr viel. Von daher, das wird schon hinhauen. Das werden wir schon noch hinkriegen hier, dass das dann etwas überbaut wird. Das ist schon jetzt okay, würde ich sagen. Ich habe seit Tagen hier... Habe ich hier irgendwas, was mich immer juckt, weil mein T-Shirt hier immer so da drüber geht. Ah, es ist irgendwie nervig. Ich weiß nicht, was das ist. Muss ich mal nachgucken gehen, was das ist. So, also, wir haben von hier aus... Ich glaube, 10 waren es, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Stück waren es. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Also bis hierhin geht das.
Bis hierhin geht es. Und bis dorthin, ne? Noch drei in die Richtung. Eins, zwei, drei. So, bis hierhin. Heißt, der Baum muss noch weichen. Schwindebaum. Danke sehr. So, dann bis hierhin quasi. So. Jetzt gerade eben gesagt, vorhin habe ich eben noch gesagt, ich habe Durst. Jetzt schon 20 Minuten aushalten, jetzt bin ich schon über 20 Minuten am Aufnehmen. Auch geil. Na egal, was soll's. Jetzt auch egal. So, jetzt muss ich natürlich, klar, ich weiß, ich muss gleich noch die Abstände da raushauen für die Lampen. Ist jetzt egal gerade. Gerade hier mal eben das Konzept mal eben bauen, was ich da vorhabe. Das wäre dann so. So wäre das Konzept. Ich müsste es quasi also dann hier mit Erde überbauen. Bis hier vorne hin. Hier wäre dann quasi das Ende. Muss ich das quasi bis hierhin bauen mit Erde. Sekunde. Ja, quasi dann hier runter. Hier auch noch hin. Bis hier. Also wo war das jetzt? Bis hier. Oh, Alter, bis da vorne hin. Boah, da muss ich aber einen riesen Einschnitt bauen, ne? Ohne Scheiß. Naja, gut. Wie gesagt, so ist das halt mal. Wenn wir halt wirklich was bauen wollen, dann ist das halt mal leider gerade so. Und jetzt klingt gerade mein Handy. Ich kann aber gerade nicht, Leute. Es tut mir leid. Bin gerade am Aufnehmen. Tut mir jetzt leid. Weiß eh, wer das ist. Können wir mal gerade kurz am Zwieback vorbeigehen, dass derjenige jetzt anruft. So, ja, okay. Also bis dahin dann. Ich würde sagen, wir bauen erstmal. Bauen wir einfach erstmal und gucken, wie das aussieht. Wie gesagt, zur Not können wir es immer noch nachher noch sagen. Nee, gefällt mir nicht, ändern wir doch. Aber ich denke, ich werde es so lassen. Ist ja jetzt kein großes Problem, dass ich das dann mit Erde überbaue. Das ist jetzt auch nicht so das Problem, würde ich sagen. Das wird schon hinhauen. So, weg. So. Ich glaube, ich werde trotzdem jetzt nochmal gerade eben Ende machen, denn ich glaube, diese Person wird gleich auf dem Haustelefon anrufen, dann werde ich hier Besuch kriegen. Daher werden wir mal gerade ganz kurz einen kleinen Cut machen und sehen uns einfach gleich wieder. So, da sind wir dann wieder zurück. Das Telefonat wurde erledigt. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ich habe mal gerade ganz kurz in der Pause mal eben ganz kurz das Inventar geleert. Ist ja nicht weiter tragisch. So, und dann würde ich sagen, bauen wir mal gerade eben fix hier weiter, das Ganze. Und gucken dann mal, wie das Ganze aussehen wird. Denn mir fällt nämlich gerade, ich muss noch einen Block nehmen. Oder noch einen Block in die Richtung gehen. Weil ich muss auch noch die Wand setzen. Ne? Deswegen, ja, gucken wir mal. Das wird schon hinhauen. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch viel mehr. Oh, verdammt, warum habe ich das rausgekattet? Ich muss dann noch viel mehr Lampen haben, auf jeden Fall. Das wird eine ganze Armada an Lampen, die ich da brauchen werde. Das wird eine ganze Menge. Ich das so gerade sehe jetzt. Da werde ich um den Nether nicht herumkommen, denke ich. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. So. So, warte mal. Ich habe heute mal wieder nach langer Zeit. Ich habe ja einen Balkon. Nur habe ich den jahrelang nicht genutzt. Circa, keine Ahnung, 4-5 Jahre oder so. Als ich letztes Mal auf dem Balkon war. Ich habe mal wieder, weil heute sehr schönes Wetter ist, habe ich heute mir mal gedacht, komm, weißt du was? Du frühstückst heute mal auf dem Balkon. Ich muss sagen, war sehr, sehr schön. Also auf dem Balkon zu frühstücken ist immer noch schön. Da ich ja mitten in der Stadt wohne, ist ja auch nicht viel mit, Freiraum. Deshalb haben wir leider nur einen Balkon oder habe ich leider nur einen Balkon. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das auf dem Balkon ist halt auch recht schön. Kann man nur empfehlen, mal wieder auf dem Balkon zu frühstücken. Meine, werde ich da auch nachher dann grillen. So, dann um die Mittagszeit. Werde ich auf jeden Fall dann nachher da grillen.
Aber jetzt ist halt gerade recht schön. Und ich sitze hier und zocke. Zocker halt, ne? Wir Zocker. Wir zocken auch, wenn schönes Wetter ist. Wir schieben einfach den Computer, den Tisch einfach 10 cm näher ans Fenster ran und sagen, ich bin draußen. So machen wir Zocker das. So ist das. Ja, man sagt, ich gehe raus. Meint man damit eigentlich, hey, ich schieb den Rechner 10 cm mehr ans Fenster ran. Oder macht mal das Fenster auf, ne? Das reicht dann. Das reicht uns. So ist das halt als Zocker, ne? Kennt er ja auch, denke ich mal. So, alles klar. Sehr schön. So, die Lampen. Da bauen wir gerade noch die Lampen nämlich direkt ein. Aber die werden sowieso nicht reichen. Ist ja egal. Don't you forget about me. Ich habe noch gehört, dieses Lied. Don't you forget about me. Von den Ohrwurm jetzt von dem Lied. So, ja, ich glaube, dann werde ich jetzt wohl nicht um einen Nether-Ausflug herumkommen. Werde ich wohl jetzt mal... Oh. Krass, voll die Falle hier. Mal gerade eben was reinsetzen hier. So, weil ich habe ja noch 28. Ob die reichen, weiß ich nicht. Können wir mal gucken, ob die reichen. Gucken wir mal. Vielleicht reichen die ja doch noch. Warte mal. Zack, zack. Einsammeln hier. So, 16 haben wir noch. Wird nur dann wieder Redstone. Ich brauche wieder Redstone jetzt. Vor allem, ich muss noch direkt mal pennen gehen. Also habe ich da eine offene Stelle. Da können wir jetzt jederzeit Mobs reinlaufen. Auch wenn ich da alles quasi ja ausgeleuchtet habe. So, wir nehmen hier den ganzen Rest jetzt noch mit. Und sonst noch irgendwas? Ach, schau mal an. Ich habe ja hier noch Redstone-Lampen. Bin ich blind? Meine Fresse. Ich hab's aber heute auf den Augen, ey. Da habe ich das voll übersehen, dass ich da noch Lampen habe. So, machen wir das mal gerade hier so. Geht mir gerade auf den Sack, jedes Mal so rumzueiern. So. Dann. Nee, so. Die Lampen hier noch schön rein. So, und dann haben wir das Lichtsystem auch quasi fertig. Gut. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich das Ganze nach unten bringe. Das ist halt noch die Frage. Ich könnte theoretisch... Ich könnte mir das... Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Und zwar... Warte mal. Moment. Ich muss mal gerade jetzt gucken, wie ich das überhaupt baue. Weil die Decke habe ich jetzt quasi fertig. Ich kann ja auch jederzeit auf die Decke drauf, wenn ich will. Halt einfach nur so jetzt hier hin. Ich bin quasi mit der Decke fertig. Ich muss jetzt gucken, wie ich unten den Raum baue. Das ist das Nächste. Das ist das Nächste jetzt überhaupt. Und ich muss hier noch eine... Ach, guck mal, hier kommen auch noch mal welche hin. Okay. Nicht mehr dran gedacht. Ich muss auf jeden Fall da noch eine Ebene dran setzen an Steinen. War sehr intelligent gerade. Ich weiß, ich habe es gesehen. Gerade hier einfach hoch. So, wir bauen uns einfach mal gerade hier fix hoch, ist egal. So kann ich den Rest auch noch wegmachen. So. Weil das ist ja quasi dann die Außenwand von dem ganzen Ding hier. Don't you forget about me. Zur Not, ganz ehrlich, lasse ich das einfach so und werde da das Ganze noch irgendwie überbauen oder sowas, dass das etwas hübscher aussieht. Und so lasse ich das auch so, weißt du? Und mache da einfach nur noch eine Terrasse oder so drüber, über die Mobfarm. Das kann ich natürlich auch noch machen. Ich auch kein Problem. Müssen wir halt... Wir müssen auch noch schauen. Wir müssen noch schauen, wie wir das ganze Design hier machen werden. Und ich muss sowieso gucken, dass ich bald mal... weil das Dumme ist halt, ich habe halt vor ewigen Zeiten angefangen, die Testwelt zu bauen. Oder eben eine Testwelt zu bauen. Und habe dann Sachen... Also, wie erkläre ich das jetzt? Pass auf, ich muss kurz überlegen. Ich habe ja die Testwelt angefangen. Sagen wir mal, vor 3-4 Monaten habe ich die Testwelt angefangen. So. Und habe ja dann in dieser Welt nichts mehr gemacht. Weil die Welt war ja dann auf dem Stand von dem Let's Play auf vor 4 Monaten. So, jetzt habe ich aber, wie gesagt, ja, wie ich gerade erwähnt habe, habe ich ja seit über 4 Monaten... nichts mehr von dem jetzigen Let's Play, was ihr hier seht gerade,
habe ich ja aus der Welt nichts mehr mitgetragen, da ich ja die Welt vor vier Monaten gesplittet habe. Sprich, ich habe mit dem Let's Play weitergemacht, aber die Testwelt ist ja auf dem Stand geblieben, wo das Let's Play war. Und das Let's Play ist immer weiter nach vorne gegangen. Die Testwelt ist ja immer noch hier, ne? Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt verstehen, was ich meine. Deshalb muss ich mal bald jetzt schauen, dass ich die Testwelt mit dieser Welt wieder zusammenbringe. Indem ich einfach, also entweder ich mache so, ich baue in der Testwelt, baue ich alles nochmal so genau nach, wie ich das hier habe. Oder ich mache es mir leichter, ich gebe einen Map-Editor und kopiere einfach das von der Testwelt, was ich hier habe. Kopiere es einfach in das, kopiere vom Let's Play, Entschuldigung, kopiere vom Let's Play einfach die ganzen Sachen, die ich hier gebaut habe, wieder da rein. Ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen verständlich an. Ich wusste gerade nur nicht, wie ich das erzählen soll. Aber ich denke mal, ihr habt gecheckt, was ich meine. Ne, also das ist halt das einzige Problem, was ich dabei sehe, was ich auf jeden Fall bald mal lösen muss, auf jeden Fall. Gut, ich falle immer tiefer. Das ist sehr gut. So, und das Schöne ist halt, wenn wir das hier haben, ist der Raum äußerlich schon mal fertig. Da muss ich mir nur noch überlegen, wie mache ich die Verkabelung von den Lampen. Und ich muss mir dann nur noch überlegen, wie der Raum an sich gestaltet wird innen drinne. Das ist ja wirklich das Einzige noch. So, und dann quasi müssen wir hier auch noch dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen Wand haben. So. Was einfach mal gerade kurz hier so. Hauen schon mal zwei runter, damit ich den Unterschied erkenne, wo jetzt quasi wirklich Ende ist. Wo wir an der Wand sind und wo nicht. Damit ich das später unten erkennen kann. So, bauen wir dann einfach nämlich hier jetzt zwei Blöcke hoch. Wenn ich mich nach unten drinne bin, weiß ich, aha, okay, da kommen mir schon die Bricks entgegen. Da ist wohl das Ende der Dingens hier. Von dem Häuschen, von dem Räumchen. So,